Hier geht unsere Reise los. Ich bin Kai von Berlo und das hier ist meine schöne Frau. Kate oder Kati. Was machen wir jetzt? Schlüssel abgeben für unsere Wohnung. Genau, Mietwohnung gekündigt. Und das kommende Jahr würden wir in diese kleine Bus leben. Los geht's. Bisschen Deko muss auch sein, ne Kate? Ja. Hier. Süß, ne? Mama gemalt für uns. Das dachten wir, haben wir hier so zwischen dieser Schränke. Das passt doch schön von der Farbe. Die Höhe? Ja, ist doch gut. Ja, wir haben viele Gründe, warum wir diese Reise machen möchten. Und einer davon ist definitiv unsere Leidenschaft für den Wassersport. Und das heißt, jetzt wird mal Surfmaterial gepackt. Ja, und bei uns sieht es dann so aus. Kate, was liegt da alles? Ein Windsurfboard mit zwei Segeln, Mast, Gabelbaum. Zwei normale Wellenreiter, dann hier zum Kiten das Twintip und dann noch wieder ein Wellenreiter zum Kiten und der nächste Haufen ist zum Wingen. Die Kiste, die Euroboxer haben wir dann alles zusätzlich noch, die Kites und die Helme, Mastverlängerung, Neoprenen. Ob man wirklich so viel Material dann auch braucht, wir lieben einfach jeder diese Wassersport, also die hat alle haben einfach etwas für sich. Dazu kommt, dass das Meer oder die See einfach von Tag zu Tag ganz anders sein kann. Andere Wind, Flachwasser, Welle und mit dem Spielzeug können wir halt immer das meiste aus den Bedingungen holen. So kommen wir einfach das meiste aufs Wasser und das möchten wir natürlich gerne. So, und jetzt sag mal, was ist an unserem Bus so cool? Naja, das ja genau zu uns passt, weil es ein Selbstaufbau ist. Wir haben natürlich gewusst, dass wir viel Surfmaterial haben und entsprechend hinten rein viel Platz kreiert, das heißt hohes Bett und ein großes Bett, wo wir die Kiste dann hineinpacken können und in der Länge raus können wir die langen Surfboards weg. Also alles ausgemessen, hier passt auch alles gerade so, Kühlbox, Toilette und zwei so Boxen passt genau hier rein. Kate, kurzer Zwischenstand. Brutal, Lowy ist ein Raumwunder. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel seitlich reinpasst. Was ist drin? Zwei Windsurfsegel, ein Mast. Das Wingboard, zwei Kite-Wellenreiter, das Twintip und der Wing. Brutal. Ja. Brutal. Und hier hast du alle Euroboxer aufeinander. Hier haben wir jetzt genau Kites drin und Kite und Pumpe mit den Bars. Und dann haben wir hier noch Werkzeugkiste, Fußschlaufen, Zeugs und hier noch Helme zum Wingen, Leashes, Mastfuß, Schuhe. Ja. Alles, was man braucht. Super. Das muss noch irgendwie rein. Wird übersichtlicher, finde ich. Hier oben aufs Dach haben wir Dachträger montiert, da kommen dann die größeren Surfbretter, Master, Gabelbaum hin und die haben wir extra zum seitlich beladen gemacht, damit der Solar auch seine Sonne abbekommt, damit wir auch Strom haben unterwegs. Guten Morgen hier von uns. Wir waren gestern fleißig am Packen. Alles Surfmaterial ist verladen. Das heißt, das ist alles abgehakt. Jetzt heute kommen dann noch der Rest, Kleidung, Waschsachen, Handtücher, Kulturbeutel, Essenssachen, Proviant, Fließdecken, alles so der Rest, was noch rein muss. Genau. Dann kann es morgen echt losgehen. Ja. Fahren wir los, ist irgendwie echt noch nicht zu glauben, dass es jetzt anfängt, nach so lang Planen. Genau, das ist echt komisch. Wir reden auch immer nur von Urlaub. Das heißt, so, ja, morgen, was müssen wir noch packen für den Urlaub? Was dürfen wir nicht vergessen? So, wahrscheinlich wird es sich auch erstmal anfühlen, wenn wir in den Urlaub fahren. Aber irgendwann merkt man, okay, der Urlaub hört gar nicht auf. Ja, das würden wir sehen. Ich bin echt gespannt, wie das ist dann, so lange im Bus zu sein und mit dir und was wir alles entdecken und sehen. Auf jeden Fall habe ich echt Lust, viel auf dem Wasser zu kommen. Ja, viel dazu zu lernen. Ja, schade natürlich, wenn wir Familien länger nicht sind, wenn wir bei genau, Familienmenschen sind. Der einzigste Nachteil, dass wir die liebe Familie vermissen. Ja, aber die muss einfach dazu stoßen. Genau. Ihr auch? Stoßt gerne dazu und dann sehen wir uns
Dann das nächste Mal. Auf 30 Minuten.